Hallo und herzlich willkommen, Leute, zum neuen Video von mir, dem Tim von Viorander Tim. Ja, das hier ist ein Gürteltier, das Logo von Proporter. Kennen Sie es nicht auch? Immer fliegen, Kopfhörer, etwas dickere Kabel, überall fliegen die dann so, hier, das sitzt du, rum und man kriegt sie nicht auseinandergestellt. Wenn man am Anfang gleich dieses Kabel-Tidy, wie sich das nennt, benutzt, kann man einfach Kabelsalat vermeiden. Einfach darum wickeln, auch mal doppelt. Hier geht es jetzt nicht mehr weiter, glaube ich, aber doch, wirklich recht. Mehr für Kopfhörer geeignet, weil dickere Kabel passen da nicht so gut drüber, wenn da nur kurze, dickere Kabel. Aber für Kopfhörer ist es super. Immer schön. So, und dann ist es so rumgewickelt. Man kann es an die Seite legen und wenn man es dann die Kopfhörer braucht, schnell wieder auseinanderwickeln. Und schon hat man dann die Kopfhörer griffbereit und in den MP3-Player steckbereit liegen. Ja, noch was dazu zu sagen. Es war in dieser schönen Folie von Proporter, die ich auch aufheben werde. Da ist auch, wie man sieht, hier dieses Gürteltier drauf. Und da stand hier noch der PIN-Code plus Silicon Cable Tidy Black. Ich glaube, das gibt es noch in anderen Farben. Erwerblich ist es bei proporter.de. Ich glaube für 94, ich weiß nicht genau. Man bekommt Rabatt 50%, 15%, wenn man da was bestellt und den Rabattcode Danke, alles groß geschrieben angibt. Ja, das war's zu diesem Ding hier, was ich sehr cool finde. Und dann wollte ich noch sagen, ich habe vom Support auch ebenfalls noch Tee bekommen, den ich vielleicht auch noch testen werde, weil ich habe ja nur drei Sachen bekommen und Proporter schickt ja normalerweise vier Sachen. Aber deswegen, ja, diesen Tee gab es von Proporter, ich glaube, als viertes Ding. Ich kann auch nochmal zeigen, dass es kein Geld gekostet hat. Nämlich, das steht hier unten 0 Pounds für alles. Also hat es kein Geld gekostet. Proporter verwendet, wenn man ganz lieb fragt, 100 Abos hat oder 800 Kanalaufrufe und dort ganz lieb anfragt, wirklich Sachen zu. Ja, das war's von mir zu diesem Ding hier. Echt cool. Kann man auch als Schaukelpferd benutzen. Und ja, das war's von mir. Ciao Leute und bis zum nächsten Review.